Das lief doch sehr gut. Berlin 2420. Hallo Mercedes, hier ist noch einmal Martha. Passen Sie auf sich auf. Und jetzt? Wo ist denn dieser Wicker? Oh. Das Offizierscasino. Kann ich jetzt einfach rein? Abgeschlossen. Okay, ich kann nicht einfach rein. Taxi? Wohin soll's denn gehen? Wissen Sie, wo ein... Selbstverständlich. Sie! Entschuldigen Sie bitte. Ich hatte gehofft, Herrn Professor Haber hier zu finden. Sicher, sicher. Mein Mann ist zwar gerissen, aber mir kann er nichts vormachen, Sie verkommenes Frauenzimmer. Wie bitte? Ihr habt wohl geglaubt, ihr könntet hinter meinem Rücken einfach so weitermachen. Nun, da habt ihr euch aber schwer getäuscht. Sie missverstehen da etwas, Frau Haber. Verkaufen Sie mich doch nicht für dumm. Die Polizei kümmert sich ja nicht darum, denn Ehebruch ist offiziell kein kriminelles Delikt. Also habe ich sie eben als französische Spionin angezeigt. Ich habe sie ja auf frischer Tat ertappt. Das werden Sie dann zur Kenntnis nehmen müssen. Was heißt hier auf frischer Tat ertappt? Sie hat mich eingeschlossen. Die Polizei wird gleich hier sein. Ich muss hier raus. Mhm. Schon mal ein leeres Blatt. Was ist denn das? Haber hat einen Brief begonnen. Liebste Martha. Ups. Streichhölzer. Ich wusste nicht, dass Haber raucht. Ich glaube, den Brieföffner hat sie nur zur Seite geschoben. Hier ist eine Aschengrube. So, da kann ich das Papier reinmachen. Zunder, das ist mal ein Anfang. Und Dings. Weiß auch nicht, was es mir bringt. Brennt nicht besonders stark. Dann nehme ich noch Chemikalien. Ich habe sie nicht ausreden lassen. Alles wird jetzt explodieren. Ah! Feuer! Rauch! Und was für eine seltsame Farbe. Ja, weil es Kupfer. Aus dieser Notlage muss man eine Dame doch auf jeden Fall retten. Meine Bücher, meine Aufzeichnungen. Martha, was tun Sie denn hier? Es tut mir leid, wenn sich Ihre Frau meinetwegen Sorgen macht. Sie vermutet leider das Schlimmste. Und darum hat sie mich hier eingeschlossen. Clara, ich werde mit ihr reden. Da habe ich ja nochmal Glück gehabt. Das ist immer noch zu, ne? Das Zimmer ist fest. Jetzt habe ich Streichholzschachtel. Aber warum? Mit Mercedes kann ich bestimmt immer noch nicht reden, ne? Berlin 24. Hallo Mercedes. Hier ist noch einmal. Passen Sie auf sich auf, Mercedes. Ja, war ja klar. Die denkt sich auch so, boah, ey. Die ruft mich ständig an. Wohin soll's? Zum Bahnhof. Mit Vergnügen. Ich komme schon wieder nicht weiter. Taxi? Wohin soll's denn? Zur Polizei. Mit Vergnügen. Ich bin hier, um Sie um einen Gefallen zu bitten, Monsieur le Capitaine. Worum geht es? Wenn Sie Zollinger wollen, dann müssen Sie mir helfen, jemand anderem zu drohen. Wie niederträchtig, Martha. Sie ist nur eine Ausreißerin und Ihr Vater will sie wieder zurück. Ich möchte, dass Sie mir einen Haftbefehl für Ihren nutzlosen Liebhaber ausstellen. Mit welcher Begründung? Entfremdung vom Vater. Widerrechtlicher Transport über internationale Grenzen. Freiheitsberaubung. Ich habe keine Ahnung. Eh bien, Freiheitsberaubung klingt ziemlich schwerwiegend. Wie ist der Name? Oh je, den weiß ich nicht genau.
Ich brauche aber einen Namen. Dann besorge ich ihn dir. Das heißt dann aber Taxi? Auch... Taxi? Wohin sollst du gehen? Wieder zurück. Zum Garten. Mit Vergel. Ich muss mal drauf achten, ob ich nicht irgendwo hier wieder eine Inspiration kriege. Ich musste doch bestimmt wieder mit dem Tanzen anlocken. Hallo. Ich möchte nach Berlin mit dem Adler, bitte. Berlin 2420. Hallo, Mercedes. Kommen Sie doch nach Paris und bringen Sie Ihren Freund mit. Oh, wie war sein Name doch gleich? Wickerl. Ludwig, richtig. Ludwig Engelbreit. Er ist sicher sehr charmant. Dann auf bald. Gut, jetzt haben wir den Namen. Jetzt können wir Lotto den wieder sagen. Wohin soll's denn gehen? Zum Bahnhof. Los geht's! Hallo. Ich möchte eine... nach Paris. Ach gut, da ist sie ja schon. Taxi? Wohin sollst du? Zur Polizeistation. Vielleicht brauche ich ja doch keine Tanzaufführung. Worum geht es? Sein Name ist Ludwig Engelbreit. Gut, erledigt. Hier, er ist nicht wirklich rechtskräftig, aber damit kann man einen braven Bürger durchaus erschrecken. Supi. Ich habe nämlich fast alles. Ich habe die Verkleidung. Ich habe die Stimme. Ich weiß, wo die Fabrik ist. Hallo, Mercedes. Darf ich Ihnen Wickerl vorstellen, Martha? Hallo. Was führt Sie denn nach Paris? Eine neue Tanzdarbietung vielleicht? Ihr Vater hat mich gebeten, Sie zur Vernunft zu bringen. Er macht sich große Sorgen um Sie. Ach, der hat doch gar keine Ahnung. Bleib zu Hause, Mercedes. Bald bricht ein Krieg aus. Bla, bla, bla. Ich bin aber nicht mehr sein kleines Mädchen, sondern eine erwachsene Frau. Dann kann ich Sie wohl nicht davon überzeugen, nach Monaco zurückzukehren? Selbstverständlich nicht. Das ist eine ernste Sache, Mercedes. Kapitän Ladoux wird Wickerl verhaften, wenn Sie nicht nach Hause zurückkehren. Er würde nie wieder Tageslicht zu sehen bekommen. Das wäre ja entsetzlich. Nicht wahr? Also um Wickerls Willen. Nun gut, dann gehe ich eben. Wickerl wird mir eben nachkommen müssen. Versprochen? Versprochen. Das heißt denn, ich kann nach Monaco. Taxi? Wohin soll's? Aber ich dachte echt, ich müsste nochmal tanzen. Süren. Naja. Hallo. In welche Stadt? Ich möchte es. Ist auch nicht schlimm. Nach Monaco mit dem Rapid, bitte. Da sagt sie bestimmt nichts, ne? Nein. Zum Faulenzen. Ja, ja. Nein, zum Faulenzen habe ich keine Zeit. Könnte ich kurz mit Ihnen reden? Guten Morgen, Martha. Gute Neuigkeiten. Ich habe Mercedes in Paris getroffen. Und sie hat eingewilligt, nach Hause zurückzukommen. Ja, sie ist bereits hier. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie Sie das zu Wege gebracht haben, aber ich bin Ihnen unendlich dankbar. Meine Limousine steht zu Ihrer Verfügung. So, dann habe ich ja alles. Vielen Dank. Heißt das, ich muss jetzt zu Oscar gehen, oder? Was ist der Grund für... Entschuldigung. Zeigen Sie Ihren Pass... Genau, das ist nämlich die Fabrik. Ich brauche ja noch wegen dem Siegel. Taxi? Wohin soll's denn gehen? Fällt mir gerade ein. Dann mal los. Ich muss ja doch wieder zurück nach Paris. Ist ja überhaupt nicht umständlich. Ich möchte nach Paris. Mit dem Express, bitte. Zumal ich mir auch so 100% sicher bin, dass ich halt Geschick noch höher treiben kann und Spionagepunkte und alles. Und ich konzentriere mich halt eigentlich hauptsächlich auf die Story, ne? Aber ich reiß ja schon so sehr viel hin und Taxi? Her. Taxi? Wohin soll... Zur Polizeistation, bitte. Bitte, steigen Sie ab. Ach, wer weiß.
glaube aber nicht, dass das irgendeine Auswirkung auf das eigentliche Ende hat. Ich weiß nicht, ob es irgendeine andere Auswirkung haben könnte. Ich bin nicht. Worum geht es? Ich möchte. Nur zu. Bonjour. Sie sehen so erschöpft aus, Martha. Irgendwelche Fortschritte? Jetzt habe ich, glaube ich, alles beisammen, was ich brauche. Noch nicht ganz. Eine letzte Aufgabe gibt es noch. Gehen Sie zum Fräulein Doktor. Sie wird es Ihnen erklären. Mit dem Siegel. Oh, da kann ich auch Nehmen was mitnehmen. Sie Ihre Finger da weg. Taxi? Wohin soll's denn gehen? Wieder zum Bahnhof. Weil das Fräulein Doktor ist in Monaco. Komm, wollen wir nochmal normal in Monaco fahren? Nach Monaco, bitte. Ja, übertreibt es bitte. Haha, ich hab euch ausgetrickst. Naja, krieg ich 500 Punkte. Hätten Sie einen Augenblick? Ja? Ich mache mir Sorgen, Elsbeth. Worüber denken Sie nach? Habers kleines Geschenk ist leider nutzlos. Darüber machen wir uns Gedanken. Okay. Jetzt habe ich zwar eine Verkleidung, aber ich frage... Jeder. Guten Tag, gnädige Frau. Ich bin Fritz Haber, der berühmte Chemiker. Ah, Martha, Sie sind wirklich zu einem Mann geworden. Glauben Sie, es funktioniert? Nur, wenn Sie sich entsprechend kostümieren. Upsi. Herr Jelinek hat mir versprochen, ich könnte mir seine Limousine ausleihen, wann immer ich sie brauche. Aber ich sehe weit und breit keine. Er unterhält direkt hier in Monte Carlo ein riesiges Schlachtschiff von einem Automobil. Es fährt immer mal wieder vorbei. Professor Habers Passierschein wird nicht funktionieren. Da liegen Sie falsch. Oskar hat ein Siegel nach dem Seifenabdruck herstellen lassen, den Sie gestohlen haben. Ihr erster Auftrag. Erinnern Sie sich? Aber ja, Zollingers Siegel. Wie konnte ich das nur vergessen? Ich mache es heiß und versiegele Ihren Passierschein neu. Gut, hab ich den jetzt. Na bitte. Nun haben Sie, was Sie brauchen. Jetzt hängt alles nur noch von Ihnen ab. Ja, bloß kein Druck. Ich habe Lampenfieber. Hals- und Beinbruch. Bloß keinen Druck. Nun, Ihr Passierschein scheint gültig zu sein. Er ist unterzeichnet und versiegelt. Perfekt. Es geht auch nichts über ordentliche Papiere. Herr Professor Haber, was für eine Überraschung. Was führt Sie denn hierher in meinen Betrieb? Ich habe mir meine Berechnungen noch einmal angeschaut und plötzlich gemerkt, dass wir einen fatalen Fehler gemacht haben. Ein Fehler? Ich verstehe nicht. Und was ist mit Ihrer Stimme los? Ich habe eine schlimme Erkältung. Bin nur aufgestanden, um Sie zu warnen. Was meinen Sie damit? Wie habe ich ihn denn damals rumgekriegt? Ich weiß es nicht. Ich mache Sie ja nur auf meine neuesten Forschungsergebnisse aufmerksam. Ich denke, wir gehen ein ernsthaftes Risiko ein. Aber Sie kennen Ihr Verfahren ja besser als ich. Das sollte man meinen. Geben Sie nicht den überängstlichen Akademiker. Hier sind Sie in der echten Welt, Herr Doktor. Hat das jetzt funktioniert? Hat das nicht funktioniert? Entschuldigung. Ich verstehe nicht, wieso. Wir haben alle... Nicht funktioniert. Das kann ich einem Laien nicht so ohne weiteres erklären. Nur ein ausgebildeter Chemiker kann die Tragweite des Problems wirklich erfassen. Ich nehme an, das ist möglich und dennoch. Unser Produkt scheint in Ordnung. Bei jedem Test, den wir machen, sterben alle Ratten. Ah, ich habe einen Fehler gemacht, Herr Zollinger. Mein Mischungsverhältnis der Reagenzien war gänzlich falsch. Bis jetzt sind wir einer Katastrophe entgangen, aber unser Glück hält nicht ewig. Was meinen Sie damit? Welche Katastrophe? Wir hatten bis jetzt noch nicht einmal das kleinste Leck. Damit meine ich eine enorme Explosion, mein Herr.
Mein Gott, sind Sie absolut sicher? Todsicher. Zeigen Sie mir bitte jetzt die Regler, treten Sie zur Seite und lassen Sie mich meine Arbeit machen. Bitte bedienen Sie sich. Dort drüben. Ich sag doch jetzt dafür. Das muss der Gastank sein. Sieht ziemlich kompliziert aus. Sieht aus wie ein Ventil. Keine Ahnung, wofür das gut ist. Ich sollte besser auftreten, als wüsste ich, was ich tue. Ja, das ist immer hilfreich, Anzeigen, ne? Und Regler. Damit kann ich nichts anfangen. Augenblick mal. Unter den Reglern steht eine Betriebsanleitung. Inbetriebnahme. Erstens, Pumpe einschalten. Zweitens, Pumpenventil öffnen. Drittens, Gasmengen justieren. Viertens, durch Einschalten der Mischbatterie Prozess in Gang setzen. Okay. Kombination wieder geändert. Jetzt alles grün. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber es klingt wichtig. Ich notiere es mal in mein Tagebuch. Okay, aber ich will erst die Pumpe. Da blinkt eine rote Lampe. Da steht Gasmischung justieren. Nein. Ich will die Pumpe, das ist das Pumpenventil. Ich möchte aber die Pumpe starten. Anzeigen. Gaszufuhr. Kann ich denn das Pumpendings da starten? Keine Ahnung. Es passiert nichts. Vielleicht nicht genug Druck. Denn hier? Ach, da ist der Pumpenschalter. Ich denke, die Pumpe läuft. Ja, jetzt läuft sie auf jeden Fall. Jetzt haben wir genug Druck. Da blinkt eine rote Lampe. Da steht Gasmischung justieren. Das müssen die Regler sein, von denen mir Haber. Das müssen die Regler sein. Versuchen wir es nochmal. Inbetriebnahme. Erstens, Pumpe einschalten. Hab ich. Zweitens, Pumpenventil öffnen. Hab ich. Drittens, Gasmengen justieren. Viertens, hab ich gedrückt. Durch Einschalten der Mischbatterie Prozess in Gang setzen. Ach, der Mischbatterie. Hauptschalter, Maschine. Wo ist die Mischbatterie? Da blinkt eine rote Lampe. Da steht Gasmischung justieren. Ja, ich hoffe, du hast das auch gedrückt. Das muss der Gastank. Das sind die Anzeigen. Das ist die Gaszufuhr. Ich drehe durch. Wo ist denn das andere? Das ist das, was ich... Das müssen die Regler. ...machen muss, aber da kann ich noch nichts machen. Batterie. Hauptschalter. Schiene. Guckt sie sich ja nur an. Weiß nicht, wo dieses Dings da Bums da ist. Was jetzt Schritt Nummer 4? Ich habe gefühlt alles angeguckt.
Da blinkt eine Rot, da steht Gasmischung. Einfach zu Gas zu vorgehen? Mit der Sabotageformel drauf? Geht das? In Ordnung. Los geht's. Anscheinend.